Ja, hallo Freunde, Kameraden, Abonnenten, ich grüße euch herzlich willkommen auf meinem Kanal. Grüß Gott, alles zusammen miteinander, guten Morgen, wie geht's euch denn? Schön, dass ihr da seid. No coffee, no workie. Exzellent dieser Kaffee. Ich habe heute für euch ein paar Eilmeldungen, Aktualitäten und Newsticker aus aller Welt, würde ich sagen. Und das Erste, was mir bei den Nachrichten, die mir zu Ohren gekommen sind, euch sicherlich auch, so ein bisschen auffällt, ist Folgendes. Ich habe hier einen Bericht, ich lese ihn euch mal vor. Und dann lasst uns zusammen mal überlegen. Da gehen Dinge ab, die ich als Ex-Militär nicht verstehe. Und vielleicht könnt ihr mir ja helfen, ja? Die erste Nachricht ist also vom Military News. Und hier steht zu lesen. Der Iran baut Hangars für russische Kampfjets auf dem Shahid, neue Luftwaffenstützpunkt. Dämmert euch was? Nee? Ich lese mal weiter. Der Iran hat mit dem Bau von verstärkten Hangars auf den Shahid neue Airbase oder auf der Shahid neue Airbase in Hamedan begonnen, um dort Su-30-35 Flanker Kampfjets unterzubringen. Weitere Infrastrukturausbauten sind im Gange. Das deutet also darauf hin, dass die neuen Sukhoi-Kampfjets der Russen, die Russland bald an den Iran liefert, genau dort stationiert werden sollen. Jetzt steht eine große Frage wie ein Elefant im Wohnzimmer bei mir drin. Warum wird das publik gemacht? Warum? Warum erfährt man das hier? Das macht doch gar keinen Sinn. Es geht noch weiter in meinen Überlegungen. Wir wurden vor ein paar Tagen Zeuge, wie der Israel den Iran angegriffen hat. Wir wissen ja, dass vorausgegangen waren Angriffe des Iran auf Israel. Das war Anfang Oktober. Israel hat versprochen, dass die Antwort sehr mächtig sein wird, sehr konsequent, sehr effizient und dass sich der Iran von diesen Schlägen niemals erholen wird. That didn't happen. Es war aber nicht so. Die Response der Israelis war sehr, sehr, sehr moderat. Also das war wie so ein kleiner Wespenstich gegen einen großen, naja, Bär kann ich nicht sagen, das wären die Russen, aber gegen einen großen Dinosaurier. Und jetzt komme ich zum Kern meiner Aussage. Warum? Die Israelis haben die USA vor den Strikes informiert. Sie haben denen ganz genau gesagt, was sie tun werden. Und sie haben ihnen auch gesagt, was sie nicht tun werden. Was sie nicht tun wollten, das wäre der Angriff auf Isfahan. Dort ist der Atomsektor. Und was sie nicht tun wollten, das wäre der Angriff auf Teheran, auf das Teheran-Territorium. Dort finden sich die Gas- und Ölfelder. Warum wollten sie das nicht machen, ist ganz klar. Das hätte zu einer riesigen Eskalation geführt. Die Ölpreise wären ins Bodenlose geschossen. Der Iran hätte die Straße von Hormuz, die Strait of Hormuz, zugemacht. Die Houthis haben sowieso die Kontrolle auf das Rote Meer, siehe auf dem Suezkanal. Das hätte die ganze Welt in eine massive Katastrophe gestürzt. Ja? Und von den Umweltschäden gar nicht zu reden. Aber ich bin immer noch nicht da, wo ich eigentlich hin wollte. Die Israelis haben nämlich auch den Iran davon informiert, dass ein Strike kommen wird. Und zwar ein paar Stunden vorher, bevor diese Strikes stattfanden. Das heißt, Israel ist hergekommen und hat zum Iran gesagt, du pass auf, wir werden dich in ein paar Stunden angreifen und wir werden genau dieses, das und jenes Ziel angreifen. Bitte schafft die Zivilisten da weg, wir kommen. Und dann haben sie diese 2-3 Stunden abgewartet und die Strikes haben genau dort stattgefunden, wo Israel es gesagt hat. Jetzt revoltiert sich in mir der alte Militär. Denn ich sage mir, wenn ich da eine Einheit habe, eine gegnerische Einheit, und ich möchte auf diese Einheit Hinterhalt machen oder einen Handstreich. Wo die Unterschiede liegen, das ist euch bekannt, ja? Wenn nicht, kann ich das nochmal erklären. Dann sage ich das nicht vorher an. Dann mache ich das nicht mit Ansage. Dann passiert das, bumm! Und dann ist der Feind neutralisiert. Ich brauche für solche Dinge einen Überraschungseffekt. Sonst ist das nicht effizient.
Die Israelis wissen das. Die ganze Welt weiß das. Warum also die Ansage, wenn ich im Straßenkampf bin und ich habe einen Gegner, einen großen Gegner, der kommt auf mich zu. Ich weiß genau, wo ich hinschlagen muss, um ihn auf die Matte zu schicken, um ihn zu neutralisieren. Das sage ich dem aber nicht vorher. Ich sage nicht, stopp, bleib mal stehen, ich hau dich jetzt genau hier oben ans Schienbein. Nein, sage ich ihm nicht. Oder in die, ne, unten, unterhalb der Gürtellinie. Nein, ich mach's einfach, blitzschnell, bumm, dann liegt er flach. Die Israelis haben es aber angesagt. Dämmert euch was? Ist das alles so ein abgekartetes Spiel zwischen den Mächten? Und dann die Ansage hier, der Iran baut Hangars für russische Kampfjets auf dem Shahid neue Luftwaffenstützpunkt bei Hamedan? Sowas darf doch nicht veröffentlicht werden. Das geht doch nicht. Das sind doch irgendwie interne Geheimnisse, die jetzt unmittelbar oder mittelbar dem Feind mitteilen. Pass auf, wir haben die neuen Sukhoi, ja, die Dinger von den Russen, und die sind genau da in den Hangars. Und bei euren nächsten Strikes bitte genau da zuschlagen. Leute, irgendwo bin ich da total überfordert, weil der alte Militär in mir Skandal schreit. Das geht doch nicht. Ich habe da oft mal den Eindruck, da treffen sich am Wochenende mehrere Personen zu einem Zoom-Meeting. Da hätte man mal den Wladimir, den Benjamin, den Joe, den Donald nicht zu vergessen, den Olaf nehmen wir auch noch mit, den Emanuel und was weiß ich, Tod und Teufel, den Xi Jinping, ja. Die treffen sich da irgendwie Samstag, morgen, 9 Uhr, Zoom-Meeting, und dort wird beraten, hey Leute, wie wollen wir denn die Welt verarschen? Welche Art Entertainment können wir abspielen für die kommenden 7 Tage, damit denen da draußen nicht langweilig wird, ja. Es ist alles irgendwie so unglaubwürdig geworden. Das erkennt man aber nur, wenn man genau hinschaut. Ja? Ich werde einen Strike durchführen, von dem sich der Iran nicht erholen wird. Er wird sehr effizient sein. Er wird brutal sein. Er wird den Gegner in die Knie zwingen. Aber ich sage vorher ganz genau, wohin ich striken werde, welches die Ziele sind und vielleicht auch, mit was ich angreifen werde. Das ist alles ziemlich unglaubwürdig. Das ist alles ziemlich unglaubwürdig. Ich denke, wir werden alle irgendwie verarscht. Nächstes Thema. Ja, liebe Freunde, bevor wir jetzt weitermachen oder bevor ich weitermache, einen kurzen Einschub meinerseits. Ich möchte euch auf 2 Dinge aufmerksam machen. Zunächst mal habe ich ein Video gedreht, ein Clip über den Besuch von UN-Generalsekretär Guterres in Kasan, Russland, bei den BRICS-Staaten. Dieser Besuch wurde von den meisten europäischen Machthabern verurteilt und man hat ihn quasi einen Verräter genannt. Man hat das Wort nicht ausgesprochen, aber das stand dahinter. Also Guterres ist, so finden viele, zu einer Art Putin-Troll geworden. Und ich habe darüber berichtet in einem sehr langen Video. Das Video dauert 37 Minuten. Geht's mal bitte rein bei Rumble. Ich packe den Link hier unten in die Beschreibung des Videos. Mein Rumble-Kanal trägt den Namen Gast1985. Und hierin findet ihr alles, was es braucht, um euch schlau zu machen über den Besuch von Guterres in Kasan bei den BRICS-Staaten in seiner Funktion als UN-Generalsekretär. Danke dafür. Dann gehen wir gleich noch einen Schritt weiter. As you know better than I do. Ich liebe diesen Satz. Wie ihr besser wisst als ich, bin ich Buchautor. Eins meiner letzten Bücher war Urban Survival, ist ein Bestseller geworden. Und dieses Buch, Urban Survival, ist jetzt herausgekommen als Hörbuch. Ganz spannende Geschichte. Hört's mal rein, besorgt euch dieses Buch. Ich packe den Link zu diesem Hörbuch hier unten rein, auch in die Beschreibung des Videos. Und dann haben mich einige gefragt, Thomas, erzähl doch mal, warum du auf Rumble bist. Ich werde darüber demnächst ein Video machen. Zunächst mal folgendes. Der Hauptgrund war eben, dass man auf Rumble noch eine gewisse Speech-Freiheit hat. Man kann dort mehrere Themenbereiche ansprechen, ohne dass man gleich gesperrt wird. Das heißt, die Freiheit des Redens unterliegt nicht unbedingt einer Zensur bei Rumble, was jetzt wiederum bei YouTube der Fall ist. Es wird immer schlimmer bei YouTube. Man kann hier gar nichts mehr sagen, was man so auf dem Herzen hat, wie man tickt. Und die Meinungen vertreten auf YouTube kann mitunter sehr gefährlich werden.
So, liebe Freunde, wobei wir auch schon beim nächsten Thema wären, wir gehen mal nach Deutschland und zu Rheinmetall. Wir haben hier einen kleinen Bericht, den lese ich euch gerne mal vor. Und zwar ist die Quelle Berlin 24/7. Rheinmetall-Chef erwartet lukratives Geschäft auch nach Beilegung des Ukraine-Konflikts. Ich denke, das sind feuchte Träume, aber wir lesen mal weiter rein, ja? Nach Ansicht des Vorstandschefs von Rheinmetall, Armin Pappenberger, oder Pappberger, Entschuldigung, Herr Pappberger, nach Ansicht des Vorstandschefs von Rheinmetall, Armin Pappberger, sowas richtig, sei ein Einbruch im lukrativen Munitionsgeschäft seines Unternehmens selbst nach einer eventuellen Friedenslösung in der Ukraine nicht zu erwarten. Ich denke, dass der Armin Pappberger natürlich ein Profi ist, er kennt sein Geschäft besser als jeder andere. Er hat Spezialisten und Ratgeber, das sind Profis, ja. Und die haben eben analysiert, dass genau das, so wie er es gerade darlegt, genauso stattfinden wird. Das heißt, es würde keinen Einbruch geben in seinen Geschäften, im Rüstungsgeschäft bei Rheinmetall, wenn von heute auf morgen der Krieg in der Ukraine ein Ende findet. Entschuldigung. Ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, das wird so nicht stattfinden. Ich habe vorhin was erzählt von feuchten Träumen. Ja, weil ich denke, dass die Idee von Rheinmetall, die ja jetzt auch massiv in die Ukraine investieren, da wird, glaube ich, da werden mehrere Werke hochgezogen, ja, das ist am Laufen. Ich glaube nämlich, dass Rheinmetall nach dem Krieg in der Ukraine keinen Fuß fassen kann. Warum? Wenn es von heute auf morgen zu Friedensverhandlungen käme, und das wird kommen, jeder Krieg ist bislang noch auf dem Verhandlungstisch gelandet, dann haben die Russen aus einer Position der Stärke heraus mit das Sagen. Und zwar ganz gewaltig und ganz kräftig. Und ich glaube nicht, dass Russland es erlauben wird, dass nach der Unterzeichnung von einem Friedensvertrag die Ukraine, ob offiziell oder im Geheimen, weiter aufrüstet. That will not happen. That will not happen. Also lange Rede, kurzer Sinn, sagt man doch, ja. Ich glaube, dass die Russen es nicht zulassen werden, dass die Ukraine aufrüstet, nachdem ein Frieden geschlossen wurde oder nachdem es einen Waffenstillstand gibt. Die russischen Inspektoren werden natürlich ins Land gelassen werden müssen und sie werden sehr darauf achten. Sie werden ganz genau gucken, wer investiert in die Ukraine, welche Art Natur sind diese Investitionen, wer kommt da und wen lassen wir nicht mehr rein. Sonst macht das Ganze keinen Sinn. Und man muss sich auch mal die Geschichte anschauen, wie das so abgelaufen ist die letzten 2,5 Jahre, seit Februar 2022, wer da investiert hat, wer da Waffen geliefert hat. Und wir haben jetzt eine BRICS ganz stark am Kommen. War neulich das Treffen in Kasan, da sind sie alle angetrudelt, ja, die Chefs, die Staatsmänner aus, ich glaube, 35 verschiedenen Ländern, sehr wichtige Staatsmänner auch dabei gewesen. Und die BRICS haben natürlich auch ein Auge drauf. Und die gucken, wer hat denn... Weil die BRICS-Länder, das muss ich dazu sagen, sonst macht das alles keinen Sinn. Das sind meistens Länder, die sich kaum in diesen Ukraine-Krieg involviert haben. Ja? Zumindest nicht auf Seite des Wertewestens. Und die haben natürlich schon ein Auge drauf, wer geht da rein in die Ukraine, sollte es zu einem Friedensabkommen kommen. Wer investiert da oder wer hat investiert in der Vergangenheit. Und ich glaube, dass man diesen Investitoren aus Europa und aus Amerika, dass die sich durch ihre Aktion unglaubwürdig gemacht haben in Augen der BRICS. Und da schon mal ein Riesenabfall von Aufträgen. In der Ukraine wird kein Krieg mehr sein. Die Auftragslage wird einen Steilflug erleben nach unten. Ich glaube, und das ist meine persönliche Prognose, dass Rheinmetall oder Firmen wie Rheinmetall, deutsche Rüstungsfirmen wie Rheinmetall oder Diehl Defence und andere einbrechen werden. Ganz einfach. Die Welt hat begriffen, dass wir keine Kriege mehr brauchen. Die Welt hat begriffen, auch durch die Kreation der BRICS, dass es so nicht weitergehen kann. That's the point. Tut mir leid, Herr Pappberger, aber ich denke oder ich halte Ihre Prognose für falsch. Nächstes Thema. So, liebe Freunde, jetzt wenden wir uns mal den schönen Dingen des Lebens zu. Als ich Kind war, ja, es ist schon lange her, ne, hatten wir drei Fernsehsender.
Da gab es das erste, das zweite, das dritte. Und auf einem dieser Fernsehsender, da gab es so eine Comic-Show. Und da hatten wir gesehen, damals als kleine Jungs, Unvorstellbares. Unvorstellbares. Nämlich, wie die Autos nicht auf den Autobahnen fuhren oder über die Straßen rollten, also Bodenkontakt, sondern wir haben damals gesehen, das war vor 55 Jahren, wie die Autos abhoben und utopisch durch die Luft flogen. Das war so ein Kindheitstraum. Und ich habe damals gedacht, wow, das will leider nie stattfinden und das wird leider nie stattfinden. Ich habe falsch gedacht. Schaut mal her. Hier steht zu lesen, dass eben chinesische Autohersteller das erste fliegende Auto hergestellt haben. Es gibt auf dem Markt ab dem Jahr 2025. Die Hersteller sind eben XPeng. Herstellung wurde durchgeführt in Südchina. Und das ist schon Wahnsinn. Ende dieses Jahres beginnt der Vorverkauf für diese fliegenden Autos. Und es ist Utopie. Die Utopie ist wahr geworden. Und wir schweben da gemeinsam mit den Chinesen. Ja, einem neuen Zeitalter entgegen. Ich finde das fantastisch. Es ist wirklich unglaublich. Es ist unglaublich, wie die Chinesen Vorreiter in dieser Art Technologie sind, wie sie das, was sie planen, umsetzen, wovon wir, ja, wir Deutschen, wir Europäer eigentlich nur, worüber wir Deutschen und die Europäer eigentlich nur feuchte Träume haben können, ja. Also Hut ab vor diesen Chinesen. Nächstes Thema. Ja, liebe Freunde, ich habe hier auch einen sehr interessanten Bericht und der stammt von Military News. Ich lese vor. Ansar Allah, das sind die Houthis, Ansar Allah führt Militärübungen im Jemen durch. Zunächst mal zu diesen Houthis. Ich selber habe 4 Jahre lang im Jemen gearbeitet. Das war unten im Süden, in Balhaf, in der Nähe von Mukalla. Mukalla war 35 Kilometer weiter weg. Und Mukalla war damals die Hochburg von Al-Qaida auf der arabischen Halbinsel. Also wir waren da unten unterwegs in einer ziemlich gefährlichen Mission, kann man sagen. Und ich habe Land und Leute kennenlernen dürfen. Unter anderem auch die Houthis. Ja, der Krieg hat unmittelbar im Jahr 2014 begonnen. Aber ich habe sie kennengelernt. All diese Clans und Clanführer oben in den Bergen. Ich war Gast bei denen. Und ich kann euch sagen, dass die Houthis, das sind Krieger mit Latschen, aber das sind somit die besten Kämpfer, die die Welt zu bieten hat. Ja, die haben vom Gemüt her, sind das solche Krieger, denen drückst du eine Kalaschnikow in die Hand, eine Handvoll Datteln, einen Liter Kuhmilch und die marschieren 20 Tage lang damit durch die Wüste. Da kommt keiner mit. Keiner. Das sind gute Krieger, ausdauernde Krieger, die ziehen durch, was sie vorgenommen haben und sie sind entschlossen. Das ist Wahnsinn. Also Krieger in Latschen, die Houthis. Und jetzt haben wir hier die Houthis, die eben, und jetzt mal aufpassen. Ich sag's nochmal, ich muss nochmal anfangen. Ansar Allah, also die Houthis, hat im Jemen Militärübungen durchgeführt, bei denen, und jetzt komme ich auf den Kern der Sache, die Verteidigung gegen Invasionen zu Land oder zu See simuliert wurde und dabei wurden Seeminen, Torpedos und Drohnen eingesetzt. Ja, also viele haben in den Houthis eigentlich nur Krieger gesehen, in Latschen, wie gesagt, die nicht fähig sind, irgendwas zu begreifen, was mit Technik irgendwie auch nur im Entferntesten was zu tun hat. Aber nein, ganz das Gegenteil ist der Fall. Die Houthis haben ein sehr gutes technologisches Verständnis. Die haben die Hand auf den Bab el-Mandeb, auf das Tor der Tränen. Und das Tor der Tränen oder der Bab el-Mandeb, der gießt sich in was? Ins Rote Meer. Das heißt, die Houthis kontrollieren das Rote Meer. Und sie kontrollieren deshalb auch, ganz genau, den Suezkanal. Und jetzt wappnen sie sich gegen, das heißt, sie sind, was die Verteidigung auf See, auf Meer angeht, absolut unschlagbar.
Und jetzt bereiten sie sich auf Boots on the Ground vor. Das heißt, sie werden ihre Küste, man muss sehen, wir haben auf der einen Seite Afrika, ja, da haben wir Djibouti, Äthiopien, Eritrea, dann haben wir den Bab el-Mandeb, irgendwo rechts, also östlich davon, haben wir die Inseln, die sieben Brüder, mittendrin Perim, auf der anderen Seite den Jemen. Und jetzt bereiten sich die Houthis darauf vor, ihr Land gegen Boots on the Ground, whoever it is, zu verteidigen. Diese Jungs, ich möchte sie nicht verherrlichen, das mache ich nicht, aber ich kenne sie, diese Jungs haben es einfach drauf. That's the point. Das alles nur, um euch zu sagen, dass die Dominanz der Amerikaner in dieser Region zu Ende ist. Da ist nichts mehr. Wir haben die Dominanz über das Rote Meer, über den Bab el-Mandeb, über den nördlichen Indischen Ozean, über den Golf von Persien oder über die Strait von Hormuz. Nein. Die Iraner haben die Hand auf den Strait von Hormuz und auf den Golf von Persien. That's the point. Das heißt, auf Deutsch haben die Iraner die Hand auf den Ölpreis. Und die Houthis, die haben die Hand auf den Suezkanal via Bab el-Mandeb, via Rotes Meer. Das ist brutal, brutal negativ für die Amerikaner, die denken, sie sind immer noch eine Weltmacht. Das stimmt nicht. Da haben ein paar Krieger in Latschen der Weltmacht USA die Maske vom Gesicht gerissen. That's the point. So, liebe Freunde, das war's für heute. Ich möchte euch nicht weiter mit belanglosen Geplänkel ärgern oder auf den Keks gehen. Ich wünsche euch allen Gesundheit. Ich wünsche uns allen Schutz, Sicherheit und Frieden. Ich wünsche uns mehr noch Gerechtigkeit. Mein Name ist Thomas Garten. Mein Motto ist Krieg ist Scheiße. Tschüss, Servus. Ich melde mich ab. Danke fürs Zuhören. Bye, bye. Jetzt aber.